Guten Morgen, ich gehe erstmal duschen. Ich habe gedacht, heute früh ist das noch gar nicht, die sind noch gar nicht wach, aber die sind ja alle wach. Ich höre die bloß nicht. Und wenn ich gerade sehe, dass sie alle duschen wollen. Oh, ich höre Musik. Mein Wecker klingelt. Ich sollte aufstehen. Guten Morgen. Das sind diese blöden, richtig, das sind die blöden Duschen. Und jetzt habe ich gehört, die sind voll. Man kann ja gar nicht duschen, weil die voll sind. Wie will man denn duschen? Warum stehen die alle so früh auf? Es ist gerade mal 8 Uhr. Schrecklich. Ja, wollt ihr auch nicht duschen? Die Duschen sind nicht belegt. Wenn man sagt, dass Jugendliche nicht duschen und waschen, kann ich nicht bestätigen. Die Duschen sind voll. Kann ich bloß nicht filmen. Sollte man auch nicht. So, Katzenmöschel ist vorbei, bis die Veranstaltung beginnt. Dann gehe ich vielleicht schnell mal während der Lila duschen. So, was habe ich heute vor? Die ersten Proben stehen an. Die Techniker müssen interviewt werden. Ich muss noch Text lernen und zwischendurch will ich eigentlich schneiden, damit ihr das seht, was ihr gerade seht. Weil das Einladen so richtig lange gedauert hat. Aber vorher gehe ich erstmal in mein Zelt und organisiere es neu, weil ich krass dann vom großen Zelt alles mein kleines Zelt gemacht hatte. Und jetzt baue ich es auf, also kommt mit in mein Zelt. Achso, Lager. Die laufen alle lang. Hallo. Da kommen auch wieder welche. Die werden sich wundern. Ist alles voll. Alles voll, die duschen. Selbst bei den Jungs, was geht denn da? Sehr gut. Da sind meine Nachbarn. Die haben gestern übelst laut gemacht. Ich wollte schon die Polizei holen. Naja, schauen wir mal, wie es morgen wird. So. Ich bin ja nicht ohne Grund hier. Es soll Theater gemacht werden. Also bereite ich schon mal ein bisschen fürs Theater vor. Mit wem redest du denn, Mann? Ey, schön. Was? Mein erster Besuch hier. Oh, schön. Ach, scheiße, da ist die Kamera an. Mach das Ding aus, weh. Du nimmst das, ey. So, und jetzt packe ich meine Arbeitssachen hier hin. Da war ich schon früh am Morgen auf der Toilette duschen. Und dann vergesse ich, einfach auf Toilette zu gehen. Jetzt kommt wieder die Security. Ich mach mal schnell die Kamera wieder aus, damit die nämlich keinen Stress machen, weil ich sonst nämlich Ärger bekomme, weil ich hier nämlich hier nicht filmen darf. Aber ich tue einfach so, als hätte ich die Kamera ausgemacht und so. Bis gleich. Wenn nicht, dann muss ich das gleich. Hey. Hey, Leute, mach mal keinen Stress hier. Die Leute kennen mich. Das ist normal. Das ist wirklich normal. Weisen Sie sich bitte auf. Sag mal, ich darf das. Sag mal, ich darf das, wer auch immer das ist. Ich darf das. Du darfst. Der sitzt da hinten am Großzelt. Das ist der. Hallo Lukas, Hilfe. Security. Das sind die korrupten Kollegen. Ha, ich will schneller. Die sind zu alt. Ja, die habe ich ganz schön verarscht. Sehr gut. Faulheit siegt früher Morgen. Ich habe ein Fahrzeug gefunden. Die suchen einen Michi. Ich bin auch ein Michi. Okay. So, Mia, meine Güte. Hinter dem Film am Großfeld. Nein! Ich bin denn nicht als Michi genug? Wie sieht die denn aus? Michi! Jetzt wollen die nicht fahren. Jetzt wollen die einfach nicht fahren. Was habt ihr euch denn jetzt so? Jetzt macht mal hier. Zieh mal jetzt, bitte. Handlich. Zieh mal schneller. Samuel, grüße dich und bedanke mich ganz herzlich bei dir. Schönen Umweg. Ich mache die übelsten Geschwindigkeiten hier. Da. Oh, das reicht mir jetzt. Ich gehe einfach. Dann gehe ich. Also wenn die nicht fähig sind, mich abzuziehen, dann laufe ich halt. Kann halt wahr sein. Wird mein Schrittzähler erhöht. Diese Freundlichkeit früh am Morgen. Unglaublich. Kriegt man das nicht auf den Kopf? Ja, Mann.
Ja. Und ist gleich leichter, oder? Ja, auf jeden Fall, ne? Ich glaube, es war nein. Und da ist der Toni. Und warum? Weil er blond ist. Die essen jetzt und jetzt teile ich die Pläne aus für die Proben und dann werden sich alle schön freuen. Nein, die Leute essen im Hintergrund und ich klaue denen die Axt. Und jetzt gehe ich mit der Axt die anderen Probetermine vereinbaren. Hallo? Wer ist da? Hier ist der Fetti. Ich will mal mit dir reden. Und meine Funke. Hey! Meine Funke! Hey! Die Security wird immer schlimmer. Aber die machen ihren Job gut. Ich bin auch an der Kante. Na toll. So, noch ein bisschen höher. Die Probetermine habe ich abgegeben. Und jetzt werde ich nochmal für mich alles ein bisschen durchgehen. Und vor allen Dingen werde ich jetzt mir Spicker schreiben. Und heute verkündigt Jessica. Aufgeregt? Ja. Ich auch. Einen wunderschönen guten Morgen. Ich hoffe, ihr habt alle einigermaßen gut geschlafen. Wenn ich so in die Gesichter gucke, sind eigentlich alle recht munter aus. Wenn ihr heute Mittag die Zeitung lest, werdet ihr dort mehr über das Buch lesen, was herauskommt. Darf ich jetzt noch kurz weiterreden oder habt ihr noch mehr Fragen? Okay. Stefan hat gesagt, ich darf so lange reden, wie ich will. Ich habe so etwas wie ein Patenkind. Also das ist nicht richtig Patenkind, aber ich habe sie so. Die Brüder von Josef hätten ganz leicht sagen können, Josef ist selber schuld. Wenn er ständig vom Vater bevorzugt wird, ist doch klar, dass wir irgendwann eifersüchtig werden. Ach, Rüffzucker. Und jetzt gehe ich Mittagessen. Wir sind gute Adventisten. Jetzt wird hier gemeinsam gewaschen. Nein! Zum Ach, das zum ist saure. Guten Morgen, was für eine Ahnung. Das ist, weil du das in Friedens auch nicht gelernt hast. So, jetzt ja. Erik und Jessica können das. Hier wird alles handgemacht. Handgewaschen. Oh. Ungefähr so. Mache ich das richtig? Noch ein bisschen gründlicher. Mein Eis ist auch handgemacht. Das stimmt. Und darum könnte man dich jetzt beneiden, so ein bisschen. Mit italienischen Händen. Soll ich das Eis auch noch ein bisschen durchgeknetet und selbst gerührt? Ist dein Bart auch handgemacht? Der ist immer handgestreichelt. Aber ich habe eine Gabel gefunden, das ist nicht meine Gabel. Meine ist auch nicht. Oh, dann habe ich einen Löffel, der nicht meiner ist. Oder so. Jedenfalls so geht waschen. Jetzt bin ich auch gewaschen. Was lernt ihr das Hand per Hand? Lernt ihr das dann per Hand? Ja, ich bin spezielle Hand. Das lernen wir dann per... Die Boxhand. Naja, ich bin Pazifist. Ich lasse hauen. Das Opfer. Hier ist halt das Nachtcafé am Tag. Und beim Nachtcafé am Tag kann man verschiedene Dinge machen. Wie zum Beispiel... was kann man hier machen? Linolschnitt? Also Tiefdruck. Geil. Also hier kann man Tiefdruck machen, nicht Hochdruck. Was ist der Unterschied zwischen Tief- und Hochdruck? Googelt's mal nach. Dann, ihr wollt auch mit rein. Ihr seid die Kleiderverantwortlichen? Yes. Das heißt, das ist euer Stand? Ja. Dann gehen wir mal zum Kleidern. Vielleicht hier aus 15:30 dann noch mit in den Nachmittag nehmen, dass wir ungefähr... Voila, voila. Hier kann man also Kleider hinschaffen und Kleider anziehen. Das heißt, ich gebe das mal. Du musst das jetzt mal filmen. Warte, ich muss mal richtig aufhängen hier. Wenn man sagt so, okay, ja, das können wir spielen. Wunderschön. Siehst du das? Dann könnte man jetzt, achso, man darf nur einen Teil mitnehmen, oder? Du musst halt das tauschen. Also eigentlich ist es so gedacht, dass du Sachen hinnimmst und dann Sachen zurück. Ja, okay, ich tausche das jetzt nicht vom Video, aber das wird meine sein. Weißt du, wem das mal gehört hat?
Ja, schön. Und was kann man hier machen? Malen. Hier vorne ist Mal nach Zahlen. Ja, aber man kann es auch so oder so machen. Kann man die Leute anpinseln? Ich bin nicht so gut. Da sehen Sie meine Rettung. Da. Danke. Ich habe meinen Anzug. Super. Ich kann weitergehen. Das sind meine schönen Spieler. Wir proben jetzt hier schon. Oh. Oh. Jetzt hört ihr mich. Das sind meine schönen Spieler. Wir proben jetzt hier gerade das Theaterstück so stundenweise parallel. Und zu zweit und oh, es wird gut werden, aber es wird anstrengend werden und ich freue mich schon drauf. Und jetzt proben wir weiter, denn ich kann mir keine Pause erlauben. Pause ist was für andere, nicht für mich. Also nichts für mich. Theaterzelt, wir machen gerade. Also als erstes habe ich Rahel beim Nähen geholfen. Das war total cool, wir haben ganz viele bunte Stoffe genommen und die einfach zusammengelegt. Da, hier haben wir unsere Schafe. Hier, das ist unser schönstes und bestes Schaf von allem, was wir haben. Es regnet. Ich habe mal schnell die Bude ein bisschen umgeräumt. Und jetzt bereite ich einfach nochmal das Stück nach oder vor. Wird gut. Es regnet, das ganze Lager ist leer. Aber ich glaube, hier ist eine Arche. Denn hier haben sich nämlich alle zu. Oh. Ich habe gedacht, hier sind ein paar. Hier sind ein paar, die einfach zurückgezogen haben. Und in einer Stunde geht's auch endlich los. Und vorher muss die Band nämlich heute noch da alles abbauen, damit wir nicht proben können. Oh, kommen schon die nächsten. Bisschen früh, aber naja. Was ich halt nicht verstehe, die Leute sollen getauft werden, aber wie soll das gehen, wenn die Leute vorher schon besser sind als nachher? Noch taufelreger? Okay, so viel Platz ist doch nicht. Egal. Wir haben geprobt und jetzt ist das wirklich passiert, was wir gesagt haben. Wie bei Arche Noah, es ist ein übelstes Gewitter. Und wir waren gerade auf Toilette mit dem Kostüm. Und jetzt warten wir hier, bis es weniger wird. Aber wie Sintflut. Hey! Wie die Sintflut. Und jetzt versteht man mich nicht mehr. Das ist unerhört. Und jetzt warten wir, bis nach 40 Tagen es einfach aufgehört hat zu regnen. 40! 14? Ja. Also ich habe nichts zu essen mit. Wir müssen hier irgendjemanden schlachten. Ja, nimm mich! Ja, Mann! Wir essen dich! Also, ihn essen wir. Ich habe mir gerade warme Socken angezogen, weil ich durchgenässt bin. Und weiter kann ich nicht laufen. Und jetzt gibt es gleich einen Taufgottesdienst und jetzt nehmen wir den Taufgottesdienst auf. Okay, also ich komme aus Burkau, das ist ein kleines Nest in Sachsen von Verbaut. Bis der dann
den Kragen geplatzt hat, hat er noch das neue Thema angeschrieben und gesagt, meine Herren und Damen, Sie können gerne nach Hause gehen. Ne? Wir gehen jetzt alle zur Taufe. Seht, da gehen die strömenden Menschen und wir sind 1000, naja, 500 und 10 Täuflinge. Also diese Hand mal zwei, also zwei Hände mit den Fingern und Daumen. Also 8 Finger und 2 Daumen. 10, oder? 10? 10. Und 2 Daumen. Dahinter müssen wir gehen, das hat mir keiner gesagt. Ja, dann schwimme ich doch, viel kürzer. So weit laufe ich nicht, aber schwimmen kann ich nicht. Ich bin im Dilemma. Ich gehe vorher mal auf Toilette. Das schaffe ich doch nicht bis dahin. Ich gehe mit dir. Ja, immer diese Paparazzis. Unerhört. Auf das Bekenntnis deines Glaubens taufe ich dich im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Das war lang. Amen! Ich glaube, die wollen das Wasser anzünden. Falls wohl viel arbeiten. Ja, gut. Oh, ich hab so Schiss, wenn die das Wasser jetzt anzünden. Aber ich hab's live drauf. Bin dann echt Ärger. Ich hab die alle drauf. Hab die alle drauf, wenn die das Wasser anzünden wollen. Chillout. Und was haben wir mal mit Chillout gemacht? Text gelernt. Und jetzt werde ich schön, indem ich einfach mal sowas wie Zähne putze, auf Toilette gehe, mein Zeugs wegräume und runterkomme.